Leute, was geht? Ich war mal ganz in der Video. Leute, ich habe gerade eine SMS bekommen, ein neues Paket ist da. Was ist nicht hier angekommen, sondern irgendwo bei der Fabrik oder so. Wir müssen da gleich hingehen. Und guck mal, welche Anzüge ich hier noch dazu bekommen habe. Leute, ich zieh dir mal an. Schau dich mal an, wie sehe ich denn aus. Ich glaube, es wird heute sehr gefährlich. Aber egal, lass erstmal zu Ende gehen. Ich muss ihn abholen. Ich will das mit ihm machen. Wo ist der da vorne? Hey, Ente, komm raus, Kumpel. Ente. Hä, was geht? Ente, was geht? Wie geht's dir? Hey, wie geht's? Gut, und dir? Ja, mir auch. Endlich, ich habe ein neues Paket bekommen. Und das ist richtig weit weg in der Nähe von der Fabrik. Ich glaube nicht. Let's go. Ja, jetzt ziehe ich schon mal deine Uniform an. Bist du bereit? Hä, für was bräuchte ich so Uniform? Warte, es wird, glaube ich, sehr gefährlich heute. Aber vertrau mir, es wird alles gut klappen, okay? Okay. Ja, dann lass hingehen. Let's go. Let's go. So, wir sind fast da. Let's go. Aber ich glaube... Let's go. Ihr seht jetzt nicht mehr so sicher aus, oder? Falls hier was passiert, Ich glaube, wir haben ganz... Schutzanzüge an, oder? Ja, wir haben Schutzanzüge, hier sind ganz viele Zäune. Ente, hast du vielleicht auch die als Schwerter, weil ich glaube, es könnte zu einem Kampf kommen. Bitte, ich wollte die, ich habe die mir vorher gekauft, Mann. Ente, eigentlich wollte ich nicht kämpfen, aber es könnte sein, dass wir gleich kämpfen müssen. Es könnte gefährlich werden. Bist du auf jeden Fall bereit? Ja, ich bin bereit, aber für was? Also, ich glaube, wir werden das schon überleben. Ja, hier ist mein Paket. Guck mal, das ist meine ID. Ja, das ist meine Kiste. Guck mal rein. Ganz viele Mini-Blöcke. Wir können gleich malen. Was? Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Creeper-Form male, sollte der spawnen. Hä, als ob sowas möglich ist. Und wir können das mit ganz vielen gefährlichen Mobs machen. Du kannst ja auch irgendwelche überlegen, die es so gibt oder so. Die müssen nicht mal jetzt hier auf dem Server sein. Oh, ja, Mann. Also, es ist auf jeden Fall richtig krass. So, ich probiere erstmal. Sollen wir erstmal mit dem Creeper probieren, ja, oder? Ja, fang erstmal klein an, als ob das klappt. Ich weiß, wir werden es probieren. So, das ist der Körper, glaube ich. Hier mache ich die Füße hin, so. Nicht zu groß. Und hier dann der Kopf. So, das Gesicht. Das glaube ich auch nicht so schwer. Hier habe ich die Farbe dafür. Ich mache das mal zack, zack. Oh, endlich. Ich glaube, das wird gleich nicht schief gehen. Ich hoffe, das kommt doch nur einer und nicht 100 oder so. Sonst wird es gefährlich. Ich bin mal gespannt, was das geht, Mann. Sonst wird dir gleich alles kaputt gehen. Ich hoffe nicht. Und dann hier so das machen. Oh, das sieht schon echt aus wie so ein Creeper. Ist so ähnlich. Ja, ähnlich. Ich versuche es gerade gut zu machen. Aber irgendwie ist es schwer. Und so ungefähr, aber irgendwie spawnt er noch nicht. Warum? Ah, ich glaube, ich muss hier unten noch so dieses Karierte machen, ne? Hey, ja, genau, stimmt. Jetzt hier so dunkle Pixel, habe ich ganz vergessen. So, die mache ich noch schnell. Und dann wird das gleich hoffentlich funktionieren. Aber ich hoffe, es spawnt nicht zu viele. So, es ist fertig. Und jetzt, let's go. Es hat funktioniert. Nein, aber ab. Hier ist ein Creeper gespawnt, Ente. Was? Nein, was machen wir jetzt? Pass auf. Das ist viel zu gefährlich, glaube ich. Ist der normal? Der sieht doch normal aus, oder? Ja, Mann. Ich glaube, das ist ein stinknormaler Creeper. Lass ihn besiegen. Zack. Und so. Ich glaube, der war doch nicht stinknormal. Guck mal, hat hier irgendeine neue Sache gespawnt. Gib mal her. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann. Keine Ahnung. Ach, warte, ich hätte noch eine Idee, die wir bauen könnten oder malen. Warte Welche mal. Idee hast du? Was richtig cool ist, und zwar... Mal gucken, ob das du gleich erkennen wirst. So, ich muss jetzt mal das hier auswählen. So, und jetzt... Ah, das wird, glaube ich, ultra einfach. Das musst du sofort erkennen. Bin mal gespannt. Guck mal, allein jetzt muss man es schon jetzt sehen, oder? Oh, das wird Enderman. Bist du dir sicher? Ja, ja, das wird Enderman. Ich will eigentlich was anderes. Hä, nein. Nein, du hast recht, Ente. Das wird ein Enderman. So. Ja, hatte ich doch recht. Hier kommt der Arm hin. So. Den Körper mache ich noch ein bisschen länger. Und den zu zeichnen ist, glaube ich, richtig schwer. Ich krieg's nicht so gut hin. Hä, du musst dir Mühe geben, Alpha. Ich gebe mir Mühe. So, hier der Kopf ist, glaube ich, ganz einfach. Dann einfach hier lilane Augen. So, aber irgendwie habe ich die Arme falsch gemacht. Und was mache ich jetzt? Ich versuche das hier noch ein bisschen auszubessern. Du musst dir Mühe geben, sonst klappt das nicht. Ja, ich gebe mir Mühe. Aber jetzt sehen die Arme irgendwie breiter aus, oder? Ich wollte die noch so gerade machen, weil der sieht nicht so aus bei dem. Ja, aber das sieht schon mal echt gut aus. Ja, ich hoffe, es wird hier klappen. So. So, 3, 2, 1. Let's go. Hörte, das kann normal sein. Aber nein, was habe ich getan? Hey, guck mal. Das ist kein normaler. Oh, oh, oh. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Das ist dieser Mutant, aber ich glaube... Ich glaube, weil ich die Arme breiter gemacht habe, deswegen ist der gespawnt. Nein, den wollte ich gar nicht. Oh nein. Ich glaube auch. Ich habe mich ja ich brauche Hilfe, schnell. Ich muss hier abbauen. Ich sehe nichts mehr. Der Doppelgänger gemacht. Ich muss jetzt schnell in die Fabrik oder so. Wieder der Doppelgänger. Der hat ja richtig viele Doppelgänger. Was geht hier ab, Leute? Ja, das ist viel zu gefährlich. Hilfe. Komm zu mir. Ich rette dich. Ich habe gesagt, es kann gefährlich werden. So. Der kommt hier nicht rein, glaube ich. So, und hier passt er auch nicht durch. Guck mal, der ist so groß für die Tür. Wir können hier hinten, guck mal.
voll easy. Oha, wie schlau. So, ich sehe gerade wieder nichts. Ich mache wieder die Tür auf. Da vorne ist, oh, guck dir mal an, denn vier Erdblöcke. Will ich auf uns werfen? Aua, der hat mich getroffen. Oh, der ist hier drin. Der packt in der Wand. Oh, ich wollte einfach, ich krieg keine Herzen mehr. Schnell. Guck mal, sind ganz viele Enderman-Klone, hä? Allein ist der, das war der. Und ich glaube, wir haben ihn jetzt. Oha, ja, Mann. Oh, der zieht uns an. Nein, schnell, hau ab, Ende. Es kommt der Flohne Ende. Ich kann ihn nicht raus. Nein, was passiert hier? Er zieht uns an. Ja, ich bin rausgekommen. Nice. Ende, wir haben ihn besiegt. Ja, Mann. Einfach, ich gehe nach Hause. Hä? Warum? Das hat doch gerade erst richtig angefangen. Mir reicht's, Mann. Du hast gesagt, es wäre ein einfacher Mops, Mann. Hä, was für einfache... Hä, Ente, das war doch einfach, oder nicht? Nein, das war viel zu stressig. Ich wäre gerade fast draufgegangen. Ente, nein, das war alles im grünen Bereich. Ich hatte Goldäpfel, dies, das. Ente, keine Sorge. Hey, du hast alle meine Level verloren. Ich gehe heim. Hä, Ente, nein, warte bitte. Oh, Mann, als ob das wirklich geht, Leute. Ich wollte euch noch einen Mob zeigen hier, den man nicht normal spawnen kann. Und zwar hatte ich die Idee, Leute, jemanden zu zeichnen. Jemand richtig krasses. Ich glaube, ihr kennt ihn wahrscheinlich alles. Aber ich fange schon mal an, den zu zeichnen. Das wird, glaube ich, sehr einfach. Hier unten muss ich so grau machen. So. Dann brauche ich diese dunkelblaue Farbe. Das wird doch nicht lange dauern, Leute. Dauert, glaube ich, nur ein paar Sekunden. Langsam solltet ihr erkennen, wer das wird, oder? So, und hier die Arme hin. So. So, ich hab's gleich, Leute. Zack, der Kopf ist fertig. Jetzt muss ich noch die Haare und so machen. Ganz wichtig. Ich glaube, die Haare sehen so aus ungefähr. Dann hat er noch hier so ein Bart. Und dann weiße Augen. Hä, sehe ich das gerade richtig? Ich glaube schon, oder? Ich muss hier weiße Augen hinmachen. So einmal hier. Und einmal, oh Leute, ich glaube, das sieht nicht wie Steve aus, oder? Ich wollte eigentlich hier Steve bauen. Aber irgendwie sehen die Augen anders aus. Warte mal, ich platziere den. Und hä? Leute, was hier passiert? Ah! Oha, wen habe ich da gespawnt? Das ist nicht Steve. Nein, das ist überhaupt nicht Steve. Hä? Leute, das sieht aus wie Herobrine, oder? Der ist ja richtig stark. Habt ihr gerade den Blitz gesehen und alles? Was geht hier ab, Leute? Nein! Oh, 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 der wird, glaube ich, die ganze Stadt zerstört. Leute, was habe ich hier getan? Ich wusste, es wird schief gehen. Nein, warum habe ich das getan? Hä, wo ist der hin, Leute? Der war doch gerade noch da vorne, oder? Hä? Oh, der ist schon da oben, Leute. Wie kann das sein? Ah, was hört auf mich? Ah, der macht Blitze auf mich. Leute, ich muss abhauen. Ich habe eine Enderperle. So, ich muss hier schnell weg. Wo soll ich hin? Schnell zur Polizei oder so? Der verfolgt mich. Der ist richtig stark. Ich muss schnell Goldäpfel essen. Ich hoffe, der findet mich nicht. Nein, der hat mich getroffen mit irgendwas. Leute, wie krass ist der denn schon da? Was geht? Ich mach dich platt, Mann. Komm her, Herobrine. Ich habe keine Angst vor dir. Oh, Leute, ich glaube, der ist richtig stark. Der kann sich teleportieren und alles. Nein, ich muss ihn schnell besiegen, bevor er die ganze Stadt kaputt macht. Da hinten ist der, Leute. Jetzt habe ich eine Bälle auf den. Zack und Angriff. Ich greife ihn an. So viele Herzen kann er auch nicht haben. Ich glaube, er hat auch nur so viele Herzen wie Steve. Das heißt 10 Stück. Und ich glaube, er hat doppelt so viele. Komm her jetzt und... Ah, Leute, der ist so schnell, ist so schwer, den zu treffen. Zack, hab ihn einmal, zweimal. Nice, Leute. Hat schon richtig viel verloren, glaube ich. Der macht noch mal Blitz auf mich. Aua. Nein, jetzt will er Vollangriff hier machen. Aber ich hab ihn, glaube ich, gleich. Leute, ich hab ihn besiegt. Ja, Mann. Aber Leute, ich darf sowas nie wieder spawnen. Das war viel zu gefährlich. Stell euch vor, der hat hier alles kaputt gemacht. Aber egal, Leute, ich würde erstmal sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, tschüss.